Liebe Mitbetenden beim Glockengeläut am Abend. Nun findet unser regelmäßiges Abendgebet bereits seit 8 Wochen statt. Heute vor 8 Wochen haben wir damit begonnen, Abend für Abend beinahe unverändert. In den vergangenen Tagen sind immer wieder einzelne Menschen ganz spontan zum Abendgebet in der Kirche aufgetaucht. Ich musste einfach einmal vor Ort dabei sein, deine Stimme hören und Gemeinschaft erleben. So haben sie gesagt. Und für mich waren diese kleinen, spontanen Momente von sichtbarer Gemeinschaft stärkend und schön, auch wenn es halt im Moment nur Ausnahmen sein können. Diese Momente zeigen mir doch immer wieder, wie sehr wir im Innern wohl alle den Austausch und die körperliche Nähe vermissen. Von Umarmungen mal ganz abgesehen. Und ich hoffe sehr darauf, dass wir bald wieder mutiger werden dürfen und dann auch tatsächlich wieder mutiger werden. Einander nahe kommen, einander die Hände schütteln, uns berühren und umarmen und hoffentlich ganz bald wieder Gottesdienst miteinander feiern. Ich hätte nie gedacht, wie sehr mir das alles fehlen würde, was vorher doch einfach eine Selbstverständlichkeit gewesen ist. Im letzten Rundbrief habe ich die Frage in den Raum gestellt, wie es nun weitergehen soll und weitergehen darf mit dem Abendgebet. Ich habe viele Rückmeldungen von euch erhalten und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, eure Anliegen und eure Gedanken aufzuschreiben. Die meisten von euch haben beschrieben, dass ihnen das Abendgebet in diesen Wochen zu einem wertvollen, beinahe allabendlichen kleinen Ritual geworden ist. Manchmal mit einer Zeitverzögerung, wenn um 20 Uhr gerade etwas anderes ganz wichtig war, aber doch immer in dieser Verbundenheit mit dem Kreis derer, die am Abend beten. Manche haben geschrieben, dass wie eine Art eigener kleiner Ablauf im Abendgebet für sie entstanden ist, zum Beispiel mit regelmäßigen Bibellesen am Abend, wobei einigen ist sogar das Abendmahl hin und wieder gefeiert worden. Andere von euch haben Fotos geschickt mit ihren abendlichen Gebets- oder Meditationsplätzchen oder ihrer Abendgebetkerze. Es ist so viel Schönes entstanden in diesen letzten Wochen, in dieser Krise. Fast alle haben berichtet, dass die regelmäßigen Gebetszeiten für sie einerseits so wie ein Anker geworden sind in dieser doch schwierigen und immer wieder verwirrenden Zeit. Dass durch das regelmäßige Gebet aber auch grundsätzlich so wie ihre Verbindung zu Gott stärker geworden ist. Dass es ihnen gut tut, jeden Tag eine Zeit der Stille für sich selber und für Gott einzuplanen und zu pflegen. Dass es gut tut, füreinander zu beten und dass sie immer wieder im Alltag in Situationen kommen, in Begegnungen mit Menschen, die es gerade schwierig haben, und dass sie einfach froh sind, wenn sie sagen können, heute Abend bete ich für dich. Einfach so. Manchmal ist es das Beste und manchmal sogar das Einzige, was man in gewissen Momenten sagen kann. Vorgestern beim Abendgebet habe ich dann eine besondere Geschichte erlebt, die ich gern mit euch teilen möchte. Es ist ein Erlebnis gewesen, das mir auf ganz eindrückliche Weise gezeigt hat, wie kostbar das ist, was in den vergangenen Wochen entstanden ist und wie gern ich zu dem allen Sorge tragen möchte. An diesem Abend war ich seit längerem mal wieder ganz alleine im Abendgebet. Es war bereits ungefähr die Hälfte der Zeit vergangen und ich war mitten in der Stille. Da höre ich auf einmal Geräusche im Vorraum, ich höre Stimmen
Und dann wird mit Schwung und Entschlossenheit die Türe zur Kirche geöffnet. Zwei Frauen kommen herein und ein Bub. Sie nehmen links und rechts von mir Platz. Im ersten Moment überlege ich, ob ich jetzt mein Gebet unterbrechen soll und ihnen erklären, was ich da tue. Und dann entschließe ich mich aber dazu, einfach im Gebet zu bleiben, bei mir und abzuwarten, was jetzt weiter geschieht. Als ich einmal kurz aufschaue in meinem Gebet, sehe ich, dass die eine der beiden Frauen ganz versunken an ihrem Platz sitzt, versunken im Gebet. Nach weiteren 10 Minuten beenden wir das Abendgebet wie immer mit dem Unser Vater und dem Entzünden der Fürbittenkerzen. Als ich die jüngere Frau nach dem Abendgebet dann anspreche, erzählt sie mir etwas, das mich sehr berührt. Sie erzählt mir, dass sie an diesem Abend mit ihrer Mutter und ihrem Sohn im Quartier unterwegs gewesen ist für einen kleinen Spaziergang, dass sie sehr aufgewühlt gewesen ist an diesem Abend, weil ihre Schwester sehr krank ist und sie nichts für sie tun kann und gerne für sie gebetet hätte. Und da auf einmal, sie waren ungefähr noch 300 Meter von der Kirche entfernt, sagt sie, habe sie eine ganz starke Energie wahrgenommen. Diese Energie sei von der Kirche ausgegangen. Sie habe dann zu ihrer Mutter gesagt, Mama, lass uns zur Markuskirche gehen. Ich spüre da was. Da ist eine Kraft, da ist eine Energie. Lass uns dorthin gehen. Auf den Einwand ihrer Mutter, dass um diese Zeit die Kirche doch geschlossen sei, haben sie einfach drauf beharrt. Nein, Mama, ich weiß das, die Kirche ist nicht zu. Ich spüre, da ist etwas. Da ist etwas, was jetzt wichtig ist. Lass uns dorthin gehen. Sie war so froh, dass sie dann hier einen Ort gefunden hat, wo sie ihre Kerze für ihre Schwester anzünden konnte. Und wir vier saßen noch eine ganze Weile hier in dem Kirchenraum und waren einfach berührt davon, berührt von dieser Klarheit, berührt von diesem Erlebnis und berührt auch von der Kraft des Gebets. Für mich hat sich in dieser Begebenheit etwas mit großer Klarheit gezeigt, was ich in den letzten Wochen immer wieder gespürt habe. Es ist etwas Großes, auf diese Weise miteinander zu beten. Es verbindet, es gibt Kraft, es stärkt und strahlt aus, und zwar weit hinaus über den Kreis derer, die beten. Wenn die Kraft von unserem gemeinsamen Gebet im Umkreis von ein paar hundert Metern spürbar, wohltuend wahrzunehmen ist, dann ist das doch eine klare Ermutigung an uns, weiterzufahren mit dem Abendgebet. Wenn ich in mich hineinhöre, dann weiß ich, dass ich mir immer eine Kirchgemeinde gewünscht habe, in der es möglich ist, auch außerhalb vom Gottesdienst füreinander und miteinander zu beten. In aller Freiheit, ohne Zwang und ohne Dogma, einfach im Herzen, im Gebet verbunden. Und schon lange bewegt mich die Frage, warum diese Idee, miteinander zu beten, also auch im Alltag miteinander zu beten, warum das immer so den Beigeschmack von frömmlerisch an sich hat oder warum es ein Privileg von Freikirchen zu sein scheint, dass man miteinander und füreinander im Alltag betet. Ja, die machen das. Aber wir machen das doch nicht. Das habe ich schon so oft gehört und immer wieder habe ich mich gefragt, warum machen wir das nicht? Und dann ist es wie ein Herzenswunsch gewesen von mir, dass auch innerhalb unserer offenen Landeskirche eine Tradition der Verbundenheit im Gebet entsteht und gepflegt werden kann. Dass dieses Gebet nicht nur an Sonntagen stattfindet, sondern ganz normal, an jedem Tag, im Alltag,
dass es so wie zum Leben dazugehören kann. Und zwar in landeskirchlicher Offenheit, das ist mir noch wichtig daran. In der Offenheit, die jedem Betenden die Freiheit und Verantwortung übergibt und überlässt, auf die für ihn stimmige Art zu beten, zu meditieren, innezuhalten, durchzuatmen, Worte zu lesen, Worte zu sprechen, zu singen, zu schweigen. Jeder für sich und doch gemeinsam in der Ausrichtung auf den einen Gott, der die Liebe ist und das Licht. Dieser Herzenswunsch, so scheint es mir, der hat sich begonnen in dieser Corona-Krise zu erfüllen. Und es wäre wunderbar für mich, wenn weiter bestehen könnte, was in dieser schwierigen Zeit entstanden ist. Wenn wir sozusagen Corona nicht mehr bräuchten, um weiter miteinander zu beten. Konkret heißt das für mich, dass das Abendgebet weiter stattfinden wird. In den kommenden Wochen auch sicher mit einer Person, die zur Gebetszeit stellvertretend in der Kirche anwesend ist, die Gebete spricht, die Lieder singt, die Kerzen entzündet. In der nächsten Zeit werde weiterhin ich vor allem diese Aufgabe übernehmen, doch die Form darf und soll sich wandeln, das Abendgebet mit uns wachsen. Und jeder von euch soll auf seine Art und in seinem Rhythmus am Abendgebet teilnehmen, so wie es für euch stimmt. Unsere Gebete mögen echt sein, leicht und stimmig. Jedes Gebet, auch unser Abendgebet, soll dem Leben dienen und nicht irgendwelchen Gesetzen, soll Freude machen und Kraft geben. Als Unterstützung für das Gebet daheim werde ich zusammen mit Hans Stalder einmalig das Abendgebet in der Kirche aufnehmen und auf seiner Homepage kirchenradio.ch platzieren. Grundsätzlich finde ich es schön, wenn das Gebet stattfinden kann, auch ohne solche äußeren Bilder wie im Film. Wenn das Gebet etwas zu tun hat mit der Herzensverbindung, meiner Herzensverbindung zu Gott, und da waren die vergangenen Wochen so ein guter Lehrplatz, ein gutes sich einüben können in meine Verbindung mit Gott, beten, üben. Manchmal hatte ich das Gefühl, so wie den Kanal zum Göttlichen zu putzen, zu reinigen, weil niemand anderes das für mich getan hat, sondern einfach ich gebetet habe. Und das ist ja eigentlich auch das, was uns Jesus gelehrt hat, dass wir als Christen Eigenverantwortung und Freiheit jeder eine Beziehung haben zu Gott. Und dann hat mir vor ein paar Tagen eine Frau in einem Mail geschrieben, aber weißt du, an manchen Tagen kriege ich das mit dem Gebet daheim einfach nicht hin. Da möchte ich doch auch einfach mal ein Gesicht sehen, eine Stimme hören. Und nachdem sie mir das geschrieben hatte, dachte ich, genau, dafür nehmen wir das Abendgebet auf, damit man zwischendurch mal ein Gesicht sehen kann und eine Stimme hören, dann wenn es daheim vielleicht nicht so gut klappt alleine. Für solche Abende wäre das aufgenommene Gebet im Internet als Unterstützung gedacht. Zum Schluss noch dies. Es wäre für mich eine schöne Vision. Ja, es wäre, glaube ich, wirklich eine Vision für unsere Kirchgemeinde, wenn auf eine gute und stimmige Art eine Tradition des gemeinsamen Gebets entstehen würde, gepflegt würde. Wenn wir über uns als Kirchgemeinde sagen könnten, ja, wir sind eine Kirchgemeinde, die ist vielfältig und offen, die ist politisch
und sozial und kulturell sehr engagiert. Wir sind eine Kirchgemeinde mit einem wirklich weiten Horizont. Und wir sind eine Kirchgemeinde, in der das gemeinsame Gebet gelebt und gepflegt wird. Eine Kirchgemeinde, in der man sich dafür hat, füreinander zu beten oder auch darum zu fragen, dass für einen gebetet wird. Für die Kinder im KOW, für den Kirchgemeinderat, für Kranke, für die Menschen in unseren Altersheimen, für unsere persönlichen kleinen und großen Angelegenheiten, für unsere Kirchgemeinde als Ganzes. Wenn wir eine Kirchgemeinde wären, in der man darauf vertraut, dass das gemeinsame Gebet verbindet, uns alle als Gemeinschaft miteinander, uns alle mit Gott, wäre das nicht wunderbar? Danke, dass ich das mit euch teilen darf. Danke, dass wir zusammen beten. Danke und seid behütet.